Guten Morgen. Ich möchte mit dem Vers anfangen. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt oder ein Dorf, das auf dem Berg liegt oder an einem See, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht leuchten vor den Menschen. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das sind Sätze aus der Bibel, an die ich mich heute erinnern musste, weil wir mittendrin sind in einer Themenreihe. Wir haben uns gesagt, diesen Monat möchten wir uns mit den elementaren Grundsätzen von Kirche beschäftigen. Und das machen wir über alle drei Locations. Und wir haben angefangen und gesagt, wir bauen nicht nur eine Kirche vor Ort, wir bauen nicht nur mehrere Standorte und noch mehr über Ostdeutschland und Europa, sondern wir möchten Reich Gottes bauen. Und das ist unsere Einstellung, unser Einstieg, Reich Gottes zu bauen, etwas, was weit über die Kirche hinausgeht. Wir haben gesagt, wir machen es auf Grundlage der Gemeinde, der Grundlage der Gnade, weil wir wollen über Gnade sprechen, um Menschen eine Möglichkeit geben, ein neues Leben zu erleben, anders als sie es im Moment gerade erleben. Und heute geht es um Missio Dei und deswegen, ich werde die ganze Predigt dafür nutzen, um dieses Video zu erklären, was eigentlich eine Kurzzusammenfassung der Bibel von Anfang bis Ende ist. Und nächste Woche wird Andi über die Gemeinde predigen, was wir als Kirche, als lokale Kirche für eine Riesenchance haben, um vor Ort ein Licht zu sein für das Reich Gottes. Und heute geht es um Missio Dei. Ist lateinisch. Wer von euch hatte Latein in der Schule oder im Studium? Gut, ich nicht. Das heißt die Mission Gottes. Und jetzt weiß ich nicht, was du mit dem Wort Mission so alles verbindest. Vielleicht ist das für dich das Wort und du sagst, juhu, endlich kommt mal wieder das Thema. Endlich mal wieder einer, der uns in den Hintern tritt und rausschickt und sagt, ich soll mit meinen Freunden von Jesus erzählen. Vielleicht ist das für dich auch das Unwort des Tages, weil du damit ganz ungute Gefühle verbindest. Zum einen selber rauszugehen und zum anderen vielleicht auch irgendwo so diesen missionarischen Druck zu haben. Und deswegen habe ich euch ich möchte so ein paar Mythen am Anfang zerbrechen. Viele von uns haben Mission in so eine Box gepackt. Und wir nennen sie ganz modern, da streiten sich die Theologen gerade drüber, das ist die missionale Box. Wir müssen rausgehen. Und da gibt es große Streitigkeiten. Sind Kirchen jetzt missional oder sind sie attraktional? Missional heißt nichts anderes als, wir gehen alle raus und erzählen unseren Freunden für Jesus. Und attraktional ist, wir machen einfach ein cooles Programm und alle Leute kommen automatisch hin. Und jetzt gibt es ganz, ganz viele Leute, die versuchen, ICF irgendwie in so eine Box reinzupressen. Sind sie jetzt attraktional oder sind sie jetzt missional? Und das wird so gegeneinander ausgespielt. Und ich denke immer, ICF ist eine attraktionale Kirche mit missionalen Menschen. Und auf der anderen Seite ist ICF eine missionale Kirche mit attraktionalen Menschen. Verstehen? Warum? Weißt du, wir können das beste Programm machen, wir können die coolste Deko haben, die genialste Musik. Das ist attraktional, das zieht Menschen an. Aber wenn wir das nicht unseren Freunden erzählen, unseren Kollegen, dann wissen die davon nichts. Wenn wir nicht unseren Instagram-Account irgendwie teilen mit Leuten, dann sehen sie das gar nicht. Und das ist das Ganze, da geht es nach außen. Und auf der anderen Seite können wir noch so missional sein als Kirche, wenn unser Leben nicht attraktional ist, wenn Menschen nicht drauf gucken und sagen, wow, krass, wie der lebt, wie der in seiner Beziehung mit Jesus lebt, das möchte ich auch. Dann werden die Freunde auch auf eine Distanz gehen und sagen, hey, was soll das Ganze? Und das ist das Erste, wo ich sage, man kann Mission, man kann das nicht in eine Box packen und irgendwie einen Deckel drauf und sagen, so ist es. Und Missio Dei, wer wirklich Latein gehabt hat, der weiß, das heißt die Mission Gottes. Wenn du unter einem Druck aufgewachsen bist, missionieren zu müssen, möchte ich dir heute den Druck von den Schultern nehmen. Das ist nicht deine Mission, sondern es ist Gottes Mission. Und er macht es durch uns, er macht es mit uns, was eine Riesenform von Wertschätzung ist. Aber das ist Gottes Job. Und er hat Kirchen, wir haben nicht eine Kirche, wo wir eine Schublade haben, die heißt Mission. Wir müssen irgendwelche missionarischen Veranstaltungen machen. Ja? Ah, ich verstehe. Ich knacke hier so. Ich dachte, ihr knackt. Ist besser, oder? Sehr schön. Also wir haben nicht irgendwie so eine Schublade, wo wir sagen, da ist die Mission drin und das machen wir mal regelmäßig zu Weihnachten, laden wir wieder Leute ein, sondern Kirche ist eigentlich das Instrument von Gott zu missionieren. Kirche ist eigentlich der Ort, den Gott sich überlegt hat als sein Stilmittel, um Menschen für seinen Glauben zu begeistern. Der zweite Mythos ist, du denkst, es braucht Spezialisten zu missionieren.
Es braucht so eine das nächste, so eine Taskforce, weißt du, irgendwelche krass. Danke. Das knackt nicht. Machst du mal nächste Foto? Es braucht so, weißt du, irgendeine Taskforce, irgendwelche Spezialisten, die dann einfliegen und kommen und Bibeln verteilen und möglichst noch aus dem Flieger ausschmeißen. Aber das ist es nicht. Ich glaube, es braucht ganz schlicht und ergreifend dich. Und ich möchte mit einer schlichten Frage anfangen. Das Licht der Welt geht, bist du ein Feuerzeug oder bist du eher ein Feuerlöscher? Weil ich träume davon, dass wir eine Kirche sind, wo Menschen wie Feuerzeuge sitzen, wo ein Gespräch bei einem Kaffee, beim Kuchen danach ausreicht, dass dein Glaube wieder neu entfacht wird, dass eine neue Hoffnung entzündet wird, dass deine Liebe wieder entflammt wird. Durch das, was du sagst, durch die Art und Weise, wie du den anderen anlächelst, durch die Art und Weise, wie du dein Gegenüber drückst, das ist für mich, sind so Feuerzeugmomente. Und du kannst manchmal die kleinste Glut haben, so eine Resthoffnung von Glauben, wenn du dann auf die richtige Person triffst, wenn du dann den richtigen Vers in der Bibel liest, dann ist der Moment gekommen, wo du sagst, jetzt ist der Funke wieder da. Aber es gibt in unserem Leben auch viele Feuerlöschermomente und auch viele Feuerlöschermenschen. Da kommst du mit einem Funken von Gedanken, mit einem Glitzern in den Augen und erzählst von einer Idee und dann kommt so eine plattmachende Aussage oder eine Handlung von jemandem mit so einem fetten Feuerlöscher und macht diesen Restfunken wieder kaputt. Und du kannst dich entscheiden, ob du ein Feuerzeug oder ein Feuerlöschermensch sein möchtest. Und ich habe mich dafür entschieden, ich möchte meinen missionalen Auftrag leben, indem ich Funken gebe, indem ich inspiriere, indem ich Menschen von Gott vorschwärme. Und wenn du nur noch einen Restfunken an Glauben hast, wenn du nur noch eine Resthoffnung hast und dich heute hierher geschleppt hast und sagst, ich kann nicht mehr glauben, in meiner Geschichte sind so viele Sachen passiert, dann habe ich dafür gebetet, dass heute durch diese Predigt dein Glauben wieder geweckt wird. Und je nachdem, was du in deinem Leben machst, was du gemacht hast, hast du von Gott eine Leidenschaft bekommen, um etwas zu leben, um einen Auftrag zu leben. Und ich habe euch mal verschiedene Beispiele mitgebracht von Menschen, die angefangen haben, aus ganz unterschiedlichen Beweggründen ihren Auftrag zu leben, der für dich ganz, ganz unterschiedlich aussehen kann. Die Mission Gottes für dich, die wird begründet sein aufgrund deiner Geschichte, die wird begründet sein aufgrund deiner Begabung, von dem, wie Gott dich geschaffen hat und was du bisher erlebt hast. Und es gibt so vier verschiedene Gründe, die Menschen angetrieben haben. Das erste ist das Thema Gerechtigkeit. Da gab es diesen Mann, Martin Luther King, oder eigentlich war es ja eine Frau, Rosa Parks. Eine Frau, die im Bus einfach mal sitzen geblieben ist, weil sie sagte, ich kann diese Ungerechtigkeit gegen andersfarbige Menschen nicht mehr ertragen. Und sie ist einfach sitzen geblieben und der Mann hat es aufgenommen und hat gesagt, ich kämpfe dafür, dass Gerechtigkeit wieder in dem Land herrscht. Ich kämpfe wieder, dass eine Gleichheit kommt. Und vielleicht merkst du an manchen Gefühlen so dieses Ungerechtigkeitsempfinden. Und vielleicht ist das dieser Funken von Hoffnung, wo du sagst, das ist meine Mission. Das ist der Auftrag, den Gott für mich hat, um in dieser Welt eine neue Gerechtigkeit wieder weiterzubringen. Vielleicht ist es auch der Schutzgedanke bei dir. Gott gibt uns einen Auftrag, die Erde zu bebauen und zu beschützen. Und Mutter Teresa war genauso eine Frau, die angefangen hat zu sagen, ich möchte einen Schutzraum für die schutzlosesten Menschen zu machen. Vielleicht ist es für dich gerade deine Familie, wo du anfängst, deine Mission zu leben und einen Schutzraum aufzubauen, um deiner Familie ein Zuhause zu geben. Oder für Menschen, die fremd in unserem Land sind, die neu in unser Land hineinkommen und verunsichert werden, für diese ein Zuhause zu bieten, dass sie diesen Schutzraum haben. Ja, der nächste stand auch für Gerechtigkeit und viele große Sachen. Vielleicht ist es aber auch, Abraham Lincoln übrigens, das nächste, Leidenschaft. Absoluter Schwiegersohn-Typ, oder? Wer möchte ihn haben? Also, ihr fragt ja gut, wie passt er jetzt in diese Reihe Mutter Teresa, Abraham Lincoln? Und dann, ja, gut, du kennst ihn. Ist Freund von dir? Ja? Es ist wirklich ein schräger Typ. Es ist wirklich ein Brian Welch von The Corn, ist so eine New Metal Band. Und dieser Typ, so schräg er auch aussieht, wenn du ihn siehst, wenn du Videos über ihn guckst, dann hast du Angst, weil er von oben bis unten tätowiert ist, weil dir seine Rasterlocken vielleicht Angst einflößen. Aber dieser Mann hat vor Jahren sein Leben Jesus übergeben, weil er in Kontakt mit Christen gekommen ist, die ihren Auftrag gelebt haben. Und er erzählt und sagt, ich habe alles probiert, ich habe Frauen probiert, ich habe Drogen probiert, ich habe die Abgründe des Lebens gesehen. Und jetzt predigt er das Evangelium und dieser Mensch mit seiner Vergangenheit, mit seinen Tattoos, mit seiner Frisur, der wird auf einmal zu einem Zeugnis für Menschen, die aus ähnlichen Umständen kommen und sagen,
Du hast ein viel zu weißes Hemd an, lieber Pastor Stefan, und die Weste ist viel zu gebügelt. Ist sie nicht, aber so hing sie im Schrank heute Morgen und das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Aber ihm glaube ich. Und deswegen, egal wie deine Geschichte war, ich glaube, dass Gott eine Mission hat, die er mit dir und durch dich in dieser Welt leben kann. Und ich glaube, dass vieles mit einer Kirche zu tun hat. Das nächste Bild. Corey Henry, das ist einer der begabtesten und berühmtesten Keyboarder gerade. Weiß nicht, wer ihn kennt, der spielt so ein bisschen jazzmäßig, vielleicht ist das nicht so ganz etabliert, aber es ist so mein Alter, ich fahre da voll drauf ab. Und dieser Mann, gib mal seinen Namen bei YouTube ein und du wirst die erfolgreichsten Filme sehen, aber wisst ihr, wo die Geschichte angefangen hat? Und das ist eines der ersten Videos mit Millionen Klicks. Dieser Typ hat angefangen, in der Kirche an einer großen Hammond-Orgel Gospel zu spielen. Und du siehst ihn als fünfjährigen Jungen, wie er anfängt, Amazing Grace neu zu interpretieren. Und das groovt auf dieser Orgel und der spielt und der macht. Und er verleugnet seinen Glauben nicht, obwohl er gerade einer der Top-of-the-Pops-Keyboard-Spieler überhaupt auf der Welt ist. Seine Leidenschaft fing in der Kirche an, um alte Choräle, alte Hymnen neu zu interpretieren und sie zugänglich zu machen für Menschen. Er hat kürzlich erst ein Konzert gegeben, wo er die ganzen traditionellen Kirchenlieder so cool interpretiert, dass Leute da sitzen und auf einmal Zugang zu dem Glauben wiederfinden. Und das ist seine Mission, die hat er für sich rausgefunden. Und ich weiß nicht, was dein Auftrag für dich ist. Gott hat uns einen Auftrag gegeben, hat uns in die Welt gesetzt, um von ihm weiterzuerzählen. Ich habe eine Geschichte gehört, dass ein Engel zu Gott geht und sagt, Gott, du hast hier so eine geniale Welt. Du lebst hier mit deinen Engeln, du lebst hier mit dem Vater, also du als Vater lebst hier mit dem Sohn und dem Heiligen Geist und ihr habt es eigentlich recht gut, ihr drei. Aber wie erfahren denn die Menschen, dass die ganze Geschichte mit Jesus gestimmt hat? Da sagt Gott ganz einfach, ich habe die Menschen auf der Erde und diese Menschen, die werden von mir erzählen. Die werden davon erzählen, was sie mit mir erlebt haben. Die werden es erzählen durch ihre Musik, die sie machen, durch ihre Predigten, die sie halten, durch ihr Leben, was sie teilen. Und dann sagt der Engel, na gut, aber was ist, wenn das die Menschen nicht machen? Hast du einen Plan B? Und dann sagt Gott, es gibt keinen Plan B. Es gibt diesen Plan B nicht, sondern Gott sagt, ich habe ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Freundeskreisen geschaffen und ich setze sie da rein und ich begabe sie, ich gebe ihnen eine Geschichte und mit dieser Geschichte leben sie meinen Auftrag, leben sie meine Mission. Er kreiert Kirchen, wo es nächste Woche drum geht, um das auszuleben. Und ich habe euch drei Worte mitgebracht, von denen ich glaube, dass wenn wir die verstanden haben, dass wir dann als einzelne Person und als Gemeinde etwas leben, was eine unheimliche Kraft hat. Nämlich Identität, Autorität und Leidenschaft. Ich glaube, und da bin ich wirklich ganz, ganz tief davon überzeugt, eine Kirche lebt dann ihren Auftrag, wenn sie um ihre Identität weiß und Menschen ihre göttliche Identität zuspricht. Eine Kirche lebt dann ihren Auftrag, wenn sie um ihre eigene Identität weiß, wenn sie weiß, wer sie ist und wenn sie Menschen ihre göttliche Identität zuspricht. Weil was ist Identität für dich? Identität ist die Linse, mit der du dich selber siehst. Selbstwert, es ist so ein Thema, immer wieder, ob das in unseren Gebetssachen ist, ob das in Gesprächen ist, die kommen. Selbstwert ist der Wert, den du dir selber gibst. Als einzelne Person und auch als Kirche. Und Gott hat dir einen Wert gegeben. Und Gott spricht dir diesen Wert zu. Gott hat eine Bibel vollgepackt mit Aussagen über deinem Leben, weil du musst auf dieser Grundlage deiner eigenen Identität stehen. Wir als Kirche müssen in der Identität der Braut Christi, so wie sie in der Bibel bezeichnet wird, ohne Fehler, ohne Runzeln, ohne Macken, uns so selber sehen, weil dann haben wir eine Ausstrahlungskraft. Dann sind wir attraktional, dann sind wir missional, weil wir etwas ausstrahlen, wie die Stadt, die oben auf dem Berge liegt. Dann leuchtet das und du kannst gar nicht weggucken. So wie du, wenn du in der Nacht durch eine Allee fährst, durch Brandenburg, deine Augen immer wieder ins Licht von dem gegenüberliegenden Verkehr gezogen werden. Du guckst automatisch ins Licht. Und das ist Identität. Und ich weiß nicht, ob du dir in deiner Identität als Kind Gottes bewusst bist. Oder ob du da manchmal zweifelst, weil Menschen dir Dinge über dein Leben ausgesprochen haben oder vielleicht, weil auch von Kirchen und von Kanzeln Dinge ausgesprochen worden sind, die dich nicht in deiner göttlichen Identität gestärkt haben, sondern dich vielleicht in deiner Identität gebrochen haben. Also für mich ist eine Geschichte in der Bibel der verlorene Sohn.
Der verlorene Sohn, er verlässt das Zuhause als Sohn und er kommt als Knecht wieder. Und was sagt sein Vater in dem Moment? Er sagt, du hast als Sohn das Haus verlassen, du kommst als Sohn wieder. Weil du das Zuhause als Sohn verlassen hast, nehme ich dich auch genau wieder als Sohn an. Es passiert nichts. Und vielleicht hast du das Vaterhaus verlassen, vielleicht hast du Gemeinde verlassen für einen Zeitraum und bist als Sohn oder als Tochter von Gott weggegangen und hast Dinge erlebt, wo du vielleicht noch nicht drüber reden kannst oder noch nie drüber geredet hast. Du kommst nicht als Knecht wieder, sondern Gott sagt, hier sind meine Arme, ich mache sie breit, du kommst als mein Sohn, du kommst als meine Tochter wieder. Du bist als Tochter gegangen, du kommst als Tochter zurück. Du bist als Königssohn gegangen, du kommst als Königssohn wieder zurück. Und das müssen wir wissen. Das ist die Grundlage für uns ganz, ganz tief drin. Und das ist meine tiefste Überzeugung. Weil ich glaube, dass du dann eine Autorität entfalten kannst. Dass wir dann als Kirche eine Autorität entfalten können. Weil ich glaube, eine Kirche entfaltet dann ihre Autorität, wenn sie Menschen annimmt, ohne ihre eigenen Werte zu verleugnen. Eine Kirche entfaltet dann ihre Autorität, wenn sie Menschen annimmt, so wie sie sind, ohne ihre eigenen Werte zu verleugnen. Da steht Annahme ganz groß im Vordergrund. Und das ist das, wenn ich die Bibel lese, das ist das Erste, was ich sehe, dass Gott sagt, ich nehme euch Menschen an, so wie ihr seid. Und auch da haben wir oft Barrieren aufgebaut und wir sind als Kirchen oft dafür bekannt, wogegen wir sind, aber nicht, wofür wir sind. Im Moment tobt gerade, ich sag's mal auf Deutsch, so ein kleiner Shitstorm. Der Christian und ich, wir haben ein Buch zusammengeschrieben und Christian macht nächste Woche eine Buchlesung. Und da hat ein Pastor eine E-Mail verfasst und hat die an verschiedene Pastoren rumgeschickt und er warnt vor dem Co-Autor. Also ich bin der Co-Autor, er ist der Gute. Und sagt, da ist jemand, das ist so nur, ich möchte mal einen Satz bringen, um das wirklich deutlich zu machen, weil ich glaube, dass das ganz tief mit einer Überzeugung, die wir als ICF-Kirchen zu tun hat. Sie warnen davor, dass es in der Kirche ICF Berlin Menschen gibt, die offensichtlich in Sünde leben. Und ich denke, Also nicht offensichtlich, ich arbeite dran. Und dann habe ich überlegt, erst hat es mich wirklich verletzt, dann hat es mich auch ein bisschen wütend gemacht und dachte, wie kannst du da angemessen drauf reagieren? Aber dann hat sich etwas in mir entpuppt, wo ich dachte, auch da sind wieder zwei konkurrierende Systeme, die miteinander wie im Kampf stehen. Und es sind zwei Konzepte, die man wie gegeneinander ausspielen kann, was man aber nicht muss. Und das eine heißt Belief, Belong und das andere heißt Belong, Belief. Was kommt zuerst? Belief, Belong, muss ich zuerst glauben, um dazu zu gehören? Oder kann ich erst dazugehören und fange an zu glauben? Was kommt zuerst? Und wir haben uns als ICF Berlin ganz bewusst dafür entschieden, Belong, Believe. Und das ist jetzt vielleicht eine Nachricht für dich. Du kannst diese Kirche dein Zuhause nennen, auch wenn du im Moment nicht mehr glauben kannst. Auch wenn du sagst, ich habe meinen Glauben verloren. Da ist noch so ein Restfunke. Du musst nicht erst perfekt glauben, perfekte Werke haben, um später dazugehören zu dürfen und aufgenommen zu werden, sondern du kannst kommen, wie du bist. Und ich glaube, dass eine Kirche dann ihre volle Autorität entfaltet, wenn sie Menschen annimmt, wie sie sind, ohne ihre eigenen Werte zu verleugnen. Da wird man wieder auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Aber du kannst Fische nicht putzen, wenn sie im Ozean schwimmen. Aber ich war vor kurzem auf einer Hochseefischerei und wir haben Fische ins Boot geholt und das ist eine Schweinerei. Da wird das Boot richtig dreckig. Und ich denke, ich kann damit leben, wenn es schmutzig wird in der Kirche. Und ich kann damit leben, wenn Menschen mir Dinge erzählen, die sie vielleicht zum ersten Mal überhaupt aussprechen und zum ersten Mal sagen, ich habe es zum ersten Mal in meinem Leben erlebt, dass mich ein Pastor nicht verurteilt, sondern mich annimmt und mir trotzdem hilft, aus diesem Schlamassel wieder rauszukommen und mir trotzdem hilft, die Sachen unter die Füße zu bekommen und mir trotzdem hilft, wieder Licht in dieses dunklen Abschnitt meines Lebens reinzubekommen. Und das ist der Grund, warum wir uns bewusst dafür entschieden haben, Belong, Believe. Wir sind alle auf der Reise und egal, wo du dich auf deiner geistlichen Reise befindest, such dir eine Kirche, such dir eine Kleingruppe, such dir ein Zuhause, wo du sein kannst und wo du angenommen wirst. Und ich hoffe und ich bete, dass wir in eine Kirche sind und eine Kirche bleiben, wo wir da anfangen und sagen, du bist herzlich willkommen, du bist angenommen, egal wo du herkommst. Und dann machen wir uns gemeinsam auf den Weg.
Und ich glaube, dass wir zum Dritten unsere volle Kraft entfalten, wenn wir als Kirche unsere Leidenschaft leben. Und eine Kirche lebt dann ihre Leidenschaft, wenn sich Menschen zugehörig fühlen und eine göttliche Bestätigung bekommen. Eine Kirche lebt dann ihre Leidenschaft, wenn sich Menschen zugehörig fühlen und sagen, das ist mein Zuhause. Da bin ich und da darf ich sein. Und hier sind Menschen wie du und ich. Und dass sie dann anfangen, immer wieder Sonntag für Sonntag in Gesprächen diese Feuerzeugsmomente zu haben, einen kleinen Funken zu haben, wo sie wieder eine neue Hoffnung bekommen. Ich glaube, dass wir Identität, Autorität und Leidenschaft, dass du die drei Sachen immer zusammendenken musst. Und ich glaube, dass sie Gott auch zusammen gedacht hat, weil er dir eine Identität gegeben hat, weil er sie dir ganz bewusst in die Wiege gelegt hat und du ein Leben lang Zeit hast, das zu entfalten. Genauso auch wie eine Leidenschaft. Dieser coole Keyboard-Player, der steht mit 5 Jahren da und hat stundenlang geübt. Und möchte dich herausfordern, und wenn du deiner Leidenschaft auf den Grund gehen willst, heute zu überlegen, was hast du mit 5 Jahren leidenschaftlich gemacht? Was war der Punkt? Was könntest du immer wieder machen? Und was steht jetzt vielleicht im Regal? Bei mir ist es Musik machen, bei mir ist es das Keyboard spielen. Ich habe leidenschaftlich als Kind Klavier gespielt und Tonleitern rauf und runter und Akkorde, und ich habe unser Wohnzimmer mit Sound geflutet, das war cool. Aber mein Keyboard steht jetzt im Schrank. Und damit ist ein Stück meiner Leidenschaft begraben. Und jetzt zur Weihnachtszeit, ich grab's gerade wieder aus und ich merke, wie gut es mir tut. Keine Angst, ich werde mich nicht auf die Bühne stellen und heute ein Get Deep spielen oder singen. Aber es tut mir so gut, nicht nur unter der Dusche zu singen, sondern mich ans Klavier zu setzen, irgendwelche Akkorde zu greifen, und ich merke, wie mein innerer emotionaler Tank wieder aufgefüllt wird, um wieder Kraft zu haben, um leidenschaftlich vor Menschen zu predigen, um das weiterzugeben. Oder mir Videos anzugucken im Internet, wo 5- oder 8-Jährige Kunst, Musik machen, und du sitzt davor und fängst an zu weinen, weil du sagst, krass, was Gott für eine Begabung in diese Menschen reingelegt hat. Und das ist der Punkt, was war es bei dir? Was war bei dir der Punkt der Leidenschaft, als was du mit 5 Jahren gemacht hast und was jetzt vielleicht hinterm Bett, im IKEA-Schrank oder im Keller bei dir einstaubt und du es nicht mehr lebst? Kramt es wieder raus, weil das ist die Leidenschaft. Wir waren als Pastoren gerade unterwegs und wir haben die gute Angewohnheit, immer so füreinander zu beten, und dann kommen immer so komische, also schöne göttliche Eindrücke natürlich, und einer betet für mich und sagt, Stefan, ich habe einen Eindruck für dich. Sagte, mach Dinge weniger durchdacht, dafür mehr mit Leidenschaft. Und ich dachte so, hey, was hat das mit mir zu tun? Ich bin doch ein Deutscher, ich muss da denken. Ich muss da planen, wir brauchen doch ein Konzept, wir brauchen doch eine Strategie, wir müssen das da machen. Sagte, nein, was du brauchst, ist deine Leidenschaft wieder rauszuholen. Fang an zu lächeln, fang an zu strahlen, fang an Menschen zu begeistern. Denk nicht so viel drüber nach, das machst du genug. Und das war oft ein Vorwurf, den ich in meinem Leben bekommen habe, wenn ich leidenschaftlich Musik gemacht habe, wenn ich leidenschaftlich, und manchmal auch schief leidenschaftlich, also es war natürlich auch schräg, und wenn wir manchmal die Pferde durchgegangen sind beim Predigen und ich leidenschaftlich laut geworden bin oder irgendwelche Sachen gesagt habe, wo ich erst im Nachhinein nachgedacht habe und dachte, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schräg, aber er sagte, geh da wieder zurück, entdeck das Junghafte wieder in dir, denk nicht so viel nach, sondern rede, und du redest so vieles, weil gerade dann, wenn du nicht mehr redest, kann Gott wieder durch dich reden, weil dann kommt es direkt vom Herz. Und das ist für mich die Mission, das ist die Missio Dei. Das ist der Auftrag, den Gott uns gibt, weil er sagt, ich habe dir was mitgegeben, und wenn du das einsetzt, dann bist du am richtigen Platz. Dann hast du auch deine Autorität. Weil das kommt, weil du stehst fest mit deiner Identität, du lebst es mit einer Leidenschaft, und dann kommt eine Autorität, dann kommt eine Kraft raus. Es gibt eine Definition von Autorität, wie man es auf Wikipedia findet. Autorität ist eine auf Leistung oder Tradition beruhende Einfluss einer Person oder Institution und daraus erwachsenes Ansehen. Oder eine Autorität ist eine Persönlichkeit, die maßgeblichen Einfluss und hohes fachliches Ansehen hat. Ich habe mir es durchgelesen und dachte, ja, gut. Und ich möchte es mal biblisch uminterpretieren mit den nächsten beiden Versen. Die Bibel sagt, lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Das ist Epheser 4, Vers 15. Ich glaube, Autorität kommt aus der Intimität mit Gott.
Ich bin davon überzeugt, deine Autorität kommt aus der Intimität mit Gott. Die Autorität einer Kirche kommt aus der Beziehung zu Gott. Wenn wir sagen, wir wollen hinwachsen zu dem Haupt, zu Jesus. Wir fokussieren uns um den es geht, der von Anfang an war, der zu Weihnachten auf diese Erde gekommen ist, um zu Ostern diese Erde wieder zu verlassen und zwischendurch qualvoll was durchzumachen. Daher kommt die Autorität. Und Jesus selbst hat sich diese Zeit genommen, wo er sagte, meine Autorität kommt aus der Intimität mit dem Vater. Steht in der nächsten Stelle. Matthäus 14, Vers 13. Als Jesus das hörte, fuhr er von dort weg, in einem Boot, in eine einsame Gegend allein. Und als das Volk das hörte, folgte es ihm zu Fuß aus den Städten. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerten ihn und heilte ihre Kranken. Was macht Jesus? Er hat einen stressigen Tag hinter sich und dann steht eben nicht in Matthäus 14, Vers 12, weil Jesus einen stressigen Tag hatte, stellte er seinen iPhone-Wecker auf 10.30 Uhr und schlief erstmal aus, um neue Kraft zu tanken, sondern er stand früh morgens auf und er zog sich zurück an eine einsame Stelle, um zu beten. Weil er wusste, meine Autorität kommt aus der Intimität mit Gott und dann habe ich Kraft, um dieser Volksmenge zu begegnen, die krank waren. Und was passiert hier bei Jesus? Er entwickelt diese Leidenschaft. Mission, Missio Dei, ist nicht ein Druck, den die Kirche macht und sagt, hey, du bist Plan A, du gehst raus und wenn du heute nicht in der BVG mit deinem Nachbarn über den Glauben sprichst und er auf die Knie geht und ein Übergabegebet spricht, dann bist du ein schlechter Christ. Ich glaube, Missio Dei, der Auftrag von Gott, kommt aus dem letzten Satz. Jesus sah die Menschen und es jammerte ihn. Im Originaltext steht, es drehte ihm die Eingeweide um vor Mitleid. Und das ist der Moment, der mich antreibt, mit meinen Nachbarn zu essen, mit ihnen Rotkäppchensekt zu trinken und das nicht wenig. Die sind das gewöhnt. Und dann werden sie offener und offener und ich fange an, ganz einfach über das Evangelium zu reden. Aber es jammert mich manchmal, das zu sehen, wenn sie ihre Geschichten erzählen und wenn ich höre, was sie erlebt haben, dann kommt dieses Gefühl von, ich muss ihnen von Jesus erzählen. Ich möchte Licht sein, ich möchte Licht in diese Dunkelheit hineinbringen. Und deswegen glaube ich, dass Autorität aus der Beziehung mit Gott rauskommt. Und dass du ein Leben lang Zeit hast, das zu leben und das umzusetzen. Und ich möchte mit zwei kurzen Geschichten enden, weil ich glaube, wir befinden uns alle auf einer Reise. Ob du schon lange im Glauben unterwegs bist und das vielleicht für dich heute der herausfordernde Punkt ist, sagst, ich möchte meinen Glauben nicht für mich behalten, sondern ich möchte weitererzählen von dem, was in meinem Leben Licht geworden ist. Ich möchte meinen Freunden davon erzählen. Vielleicht fällt es dir noch nicht so leicht, vielleicht weißt du noch nicht genau den Punkt, was genau deine Sache ist. Und ich möchte Geschichte erzählen von den Beatles. Die Beatles kennen wir alle, die sind super bekannt geworden, aber wisst ihr, was die Beatles gemacht haben, bevor sie in ihren Anfangszeiten groß und weltberühmt geworden sind? Sie haben gesagt, Musik ist unsere Leidenschaft. Und dann haben sie gesagt, wir fangen an in Hamburg zu spielen und sie haben sich in einem Stripclub committed, für 4 Monate lang, 7 Tage die Woche, 8 Stunden pro Tag zu spielen. Und kein Musiker macht das gerne, oder? 4 Monate, 7 Tage die Woche, 8 Stunden am Tag. Irgendwann kannst du das nicht mehr hören. Irgendwann kannst du dich selber nicht mehr hören. Irgendwann gibt es Stress unter den Musikern, weil immer einer verspielt sich. Und gerade in dieser Phase. Aber sie haben gesagt, hey, wir brauchen keine große Bühne, sondern wir spielen da, wo wir können. Und wenn uns kein anderer haben will, dann gehen wir eben nach Hamburg. Dann gehen wir eben in diesen Club und dann spielen wir eben, weil sie sagen, uns geht es darum, unsere Leidenschaft zu leben. Uns geht es darum, das zu üben und es zu tun. Und irgendwann standen sie auf großen Bühnen. Gut, vielleicht sind die Beatles jetzt nicht so das beste Vorbild für dich und sagst, ja gut, und Hamburg und Striplo geht gar nicht. Aber ich glaube, dass es manchmal Zeit braucht und deswegen hab Geduld mit dir selbst. Das, was Gott dir als Leidenschaft aufs Herz gelegt hat, das zu exerzieren, das zu üben und das da zu machen. Du brauchst keine Bühne, um von Jesus zu erzählen. Ich brauche kein ICF, um meinen Glauben zu bezeugen. Ich brauche Freunde, ich brauche Menschen. Ich kann mich in eine Bar setzen und was ausstrahlen. Jemanden zu einem Kaffee einladen und sagen, komm, wir sprechen über Sachen. Und einer meiner Lieblingsprediger ist Spurgeon.
Und man sagt von ihm, dass dieser Mann am Ende seines Lebens und im Laufe seines Lebens so eine göttliche Autorität bekommen hat, dass er beim Soundcheck, wenn er den Mikrofoncheck gemacht hat vorher, ob es kratzt oder ob es nicht kratzt, dass sich dann Menschen für Jesus entschieden haben. Es gab einen Küster, also einen Hausmeister, der immer wieder da war und der stand hinten. Und als er anfing, Soundcheck zu machen, hatte Spurgeon immer dasselbe Ritual für sich. Er hat angefangen, einfach Bibelverse zu zitieren. Und er stand da und hat gesprochen, würdig ist das Lamm, das geopfert wird. Und er zitiert diesen Bibelvers und dieser Mann fällt auf die Knie, bricht in Tränen aus und sagt, ich möchte mein Leben diesem Gott übergeben. Und das war ein Soundcheck. Das war noch nicht die vorbereitete, rhetorisch ausgefeilte Predigt. Und vielleicht zittert deine Stimme, wenn du mit deinen Freunden über deinen Glauben sprichst. Vielleicht ist auch nicht grammatikalisch alles richtig, wenn du eine E-Mail schreibst und sagst, hey, diesen Eindruck habe ich gerade, ich soll es dir geben. Hey, so what? Weißt du, der demütigste Mensch, der sagt, Gott, ich mache mir deine Mission zu meiner, weil ich kenne deine Geschichte mit mir. Und ich kenne deine Geschichte mit der Menschheit und ich möchte sie teilen. Dann wächst daraus eine Autorität. Werd dir bewusst, wer du bist in Gott. Du bist ein Königssohn, du bist eine Königstochter. Grübel wieder in dir, was deine Leidenschaft ist. Pack's wieder aus und fang an, mit dieser Leidenschaft Dinge zu leben, Dinge auszusprechen, zu musizieren, was auch immer dein Ding ist. Und daraus wird eine ganz natürliche Autorität draus entstehen. Und dafür möchte ich gern beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist und ich danke dir, dass du uns in deinen großen Plan der Missio Dei mit reinnimmst, deiner Mission für diese Welt. Ich danke dir, dass wir als Kirche Teil sein dürfen und ich danke dir, dass wir als Individuen, als Einzelpersonen Teil sein dürfen. Und ich danke dir, dass du niemanden ausschließt, dass du nicht durch die Reihen gehst und sagst, du nicht, du nicht, du nicht, sondern dass du für jeden Einzelnen einen individuellen Plan hast und sagst, ich habe dich nicht umsonst so geschaffen, weil ich brauche dich. Ich brauche dich in deiner Nachbarschaft, ich brauche dich in deinem Umfeld. Ich setze dich als Licht in deine Uni, damit du strahlen kannst. Und wenn dir vielleicht die Worte fehlen, um das auszudrücken, was dir wichtig ist, dann lächel und gewinne Menschen für dich. Und Jesus, ich möchte uns als Kirche nochmal ganz bewusst segnen und jeden Einzelnen segnen, der heute hier ist. Und der vielleicht verstanden hat, dass Autorität aus der Intimität mit Gott kommt. Gott, ich bitte dich, dass wir in der nächsten Woche so intime Inseln mit dir haben, wo wir uns zurückziehen können, um Sätze aus deinem Wort zu lesen, wo wir Zeit haben mit Menschen, die so Feuerzeugmomente in unserem Leben kreieren, die was entzünden, was über Jahre brachgelegen ist und dass das wieder aufflammt. Weil Gott, du wünschst dir nicht eine flambierte Kirche, wo alle nach Hause gehen und sagen, hey, es war wieder cool, coole Musik, coole Predigt, coole Moderation, sondern du wünschst dir brennende Christen. Und Jesus, ich möchte ein brennender Christ sein. Ich möchte, dass in mir das Feuer der Leidenschaft für dich brennt, um mit jedem Wort, mit jedem Satz, mit jeder Geste, mit jeder Mimik das nach außen zu bringen und von dir zu erzählen, damit Licht in unser Leben kommt. Ich danke dir, dass du das zu Weihnachten selber gemacht hast und gesagt hast, ich komme als Licht in diese Welt, damit es hell wird in den dunkelsten Ecken. Und Jesus, ich danke dir, dass du die dunkelsten Ecken unserer Seelen kennst und das ausleuchten willst und es davon befreist, damit wir losgehen können. Ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir, dass du gesprochen hast und dass du hier bist. Amen. Nehmt euch das nächste Lied ganz bewusst nochmal Zeit. Es geht darum, um diese Nähe zu Gott. Einfach nochmal zu reflektieren. Was ist für dich heute der Punkt? Als Jesus nach seiner Bergpredigt aufgehört, da steht in der Bibel, Leute wunderten sich über die Worte, weil sie Vollmacht hatten. Und sie reagierten ganz unterschiedlich. Aber wenn du aus den vielen Worten, die ich heute gesprochen habe, wo vieles Stephans Worte waren, diesen einen Satz, der von Gott für dich adressiert war, rausnimmst und ihn nochmal bewegst während der nächsten Zeit, dann kann dieser Satz dein Leben verändern. Amen.